Peppa Woods Geschichten. Lasst uns schwimmen! Peppa und ihre Familie machen heute süße Leckereien für Halloween. Diese Monsteraugen sind lecker. Wollt ihr zwei diese Törtchen hier verzieren, während ich Abendessen mache? Hurra! Fabelhaft! Hier, bitte sehr. Papa Wutz bereitet die Glasur zu, mit der Peppa und Schorsch die Törtchen verzieren können. Die Farben ändern sich ja. Magie! Das ist Halloween-Magie. Das ist leider keine Magie, sondern Lebensmittelfarbe. Oh, schmeckt es am Ende trotzdem? Fruchtfarben verändern nur die Farbe. Alles andere ist immer noch fantastisch. Fantastisch! Peppa kreiert ein gruseliges Kürbistörtchen und Schorsch ein grünes Dinosauriertörtchen. Hallo, Schorsch. Ich bin ein gruseliges Kürbistörtchen. Peppa und Schorsch haben nun alle Törtchen fertig verziert. So, das Abendessen ist jetzt fertig. Ich muss nur noch Mama Wutz aus dem Garten holen. Ich liebe Spaghetti und Knoblauchbrot. Die übrig gebliebene Lebensmittelfarbe bringt Peppa auf eine Idee. Wollen wir Mama und Papa einen lustigen Halloween-Streich spielen? Peppa und Schorsch benutzen die Lebensmittelfarbe. Sie färben die Spaghetti grün und das Knoblauchbrot violett. Oh Gott, was ist mit dem Essen los? Ah, ihr habt Lebensmittelfarbe benutzt. Da fällt Papa Wutz seinerseits ein Halloween-Streich ein, bei dem es gleichzeitig Süßes gibt. Die Spaghetti sind ja grün. Und das Brot ist violett. Ja, das ist ein Halloween-Streich. Es ist aber nur Lebensmittelfarbe. Das Essen ist also immer noch sehr lecker. Süße Leckerei! Oh, ein Halloween-Streich. Brillant. Ihr habt mich reingelegt. Und ihr habt sogar mein Glas Wasser orange gefärbt. Nein, Mama. Das ist nur Orangensaft. Oh. Peppa liebt Halloween-Streiche beinahe so sehr wie Halloween-Süßigkeiten. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz
schnappen. Gut gemacht, Pippa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Es ist der Abend von Halloween. Und alle dekorieren fleißig Kürbisse. Es gab einen Stromausfall. Deshalb ist überall im Haus das Licht ausgegangen. Oh je, da stimmt was nicht mit der Elektrizität im Haus. Keine Sorge, ich hole uns Taschenlampen. Du meine Güte. Mama Wutz hat die Taschenlampen gefunden. Hier, bitte. Jetzt können wir alle sehen. Aber die Kürbisse müssen leider warten, bis wir wieder Strom haben. Ich hab's. Gehen wir im Dunkeln auf Geisterjagd. Ja! Ich habe Angst vor Geistern. Darf ich die Augen geschlossen halten? Okay, du kannst dich an mir festhalten. Geist! Schorsch will auch mit auf Geisterjagd gehen. Tut mir leid, du bist noch zu klein. Das würde dir viel zu viel Angst machen. Und jetzt alle mir nach! Peppa und ihre Freunde suchen nach Geistern im überaus gruseligen Wohnzimmer. Das ist kein Geist. Das ist nur Geralt. Tut mir leid, Peppa. Ich kann mit verschlossenen Augen nicht sehen. Das ist das gruseligste Zimmer im ganzen Haus. Jetzt suchen alle nach Geistern in Peppas Kinderzimmer. Dieser Geist ist gar kein Geist. Es ist Schorsch unter einer Decke. Und er will bei der Suche nach Geistern mithelfen. Geist! Geist! Okay, Schorsch, du darfst jetzt mitkommen. Aber es wird jetzt sehr gruselig werden im, Hausflur. Nein! Schorsch denkt, dass es gar nicht gruselig wird. Oh! Hier ist es ja noch viel, viel dunkler. Es ist überall dunkel. Oh je, Peppas Taschenlampe ist ausgegangen. Es ist zu dunkel. Nicht doch, ihr müsst wirklich keine Angst haben. Das Licht ist wieder an. Aber jetzt herrscht ein Durcheinander. Es war nur eine Sicherung. Oh, was ist hier passiert? Ich denke, das war wohl ein Geist. Peppa und ihre Freunde lieben es, auf Geisterjagd zu gehen. Aber Kürbisse zu dekorieren macht ihnen noch mehr Spaß. Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Oh,
Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft! Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Hm, mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir ja später noch mehr holen. Fantastisch! Oh? Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Peppa und ihre Familie gehen heute in einen schicken Kleiderladen, um dort ein Halloween-Kostüm zu kaufen. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät, um ein Kostüm zu finden. Der nächste, bitte! Kriege ich bitte ein gruseliges Vampirkostüm, Frau Mümmel? Tut mir leid! Ich habe unser letztes Vampirkostüm gerade verkauft! Keine Sorge, Peppa. Wir werden ein anderes Kostüm finden, das genauso toll ist. Nicht wahr, Frau Mümmel? Natürlich! Sehen wir uns um! Peppa probiert verschiedene Kostüme an. Tada! Ein Zitronenkostüm? Zitronen sind nicht so gruselig wie Vampire. Ein reizendes Blumenkostüm? Wie reizend! Es ist reizend, aber es ist nicht gruselig. Und sogar ein... Bleistiftkostüm. Wow, wie ausgefallen. Gibt es hier auch noch irgendwelche gruseligen Kostüme? Ich befürchte, wir haben alle verkauft. Aber wir haben noch ein paar gruselige Kostümteile übrig. Mach daraus doch ein ganz neues Monster, Peppa. Ja! Legen wir los! Ja! Peppa und Schorsch suchen nach geeigneten Sachen für ein gruseliges Kostüm. Wie wär's denn mit diesen Monsterzähnen? Jetzt sind meine Schäne gruselig. Schau, Peppa, Fledermausflügel. Oh, wirklich gruselig. Oh, Dinosaurierschwänze sind sehr gruselig, Schorsch. Gruseliger Hut, gruselige Schminke, gruseliges Spinnennetz. Probier das doch mal an.
Peppa probiert ihr brandneues Monsterkostüm an. Meine Güte! Das gruseligste Kostüm, das ich je gesehen habe! Es ist perfekt! Peppa fühlt sich sehr gruselig in ihrem Halloween-Kostüm. Peppa liebt es, gruselige Monsterkostüme zu basteln. Aber Mama und Papa finden den Preis dafür auch ziemlich gruselig. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise. Zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften. Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht! Zermatsch nicht die Banane. Und Peppa gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Ups. Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Knickerbocker Glory. Ein Nicanori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringe und Sahne. Peppa und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Peppa und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Nane. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Peppa und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis. Peppa und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Schorsch gibt eine Pyjama-Party für Edmund Elefant und Linus Löffel, die bei ihm übernachten. Aufgepasst, ihr drei. Schlafenszeit. Keine Sorge, Mama. Ich sorge dafür, dass sie alle schlafen gehen. Danke, Peppa. Also los, ab in eure Schlafsäcke. Im Laufschritt. Peppa gefällt es, das Sagen zu haben. Gut gemacht, Peppa. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Das war nur ein Spaß. Ihr könnt jetzt noch nicht schlafen gehen. Ihr müsst davor noch viele lustige Dinge machen. Schorsch hat noch nie eine Pyjama-Party gegeben. Er ist begeistert. Als erstes gibt es einen Mitternachtssnack. Oh, ihr habt euch in Gespenster verwandelt. Wisst ihr, ich kenne eine Gruselgeschichte mit Gespenstern. Schorsch, Linus und Edmund lieben Geschichten.
Das ist eine Gespenstergeschichte über eine kleine Schlammpfütze, die überhaupt nicht schlammig war. Paranormale Erscheinungen oder Gespenster, wie sie oft genannt werden, existieren nicht. Sie sind aus wissenschaftlicher Sicht unmöglich. Oh. Edmund ist ein Besserwisser. Er glaubt nicht an Gespenster. Darf ich etwas erzählen? Okay. Es war einmal ein riesengroßes Schwein. Und ein ganz kleiner Hase. Squeak, squeak, squeak. Und die sind sich ihr Leben lang hinterhergelaufen. Zum Ende. Das war eine gute Geschichte. Oh, mir fällt noch eine ein. In dieser geht es um... Schorsch, Edmund und Linus haben sich wieder in Gespenster verwandelt. Ach, Schorsch. Oh, wisst ihr, was jetzt kommt? Juhu! Wir müssen noch ganz lang aufbleiben. Bis, circa 100 Uhr. Bereit? Oh. Ich denke nicht, dass Schorsch versteht, was eine Pyjama-Party ist. Wie läuft es denn so, Peppa? Sie schlafen tief und fest. Gut gemacht. Dafür verdienst du dir einen Mitternachtssnack. Hurra! Schorsch und seine Freunde mögen Pyjama-Party-Spiele. Aber sie lieben es einfach zu schlafen. Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco? Und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Wie?
Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay! In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Wie? Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Gute Idee. Geschafft. Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Beinahe hatte ich dich. Peppa will unbedingt eine Piñata aufbrechen, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Denn heute lernen Peppa und ihre Spielgruppe mehr über den mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo. Oh, Kinder, wir brauchen noch mehr Deko für das Klassenzimmer, damit sich der Raum noch fröhlicher anfühlt. Basteln wir zusammen ein paar Pompomblumen. Pompom, mir gefällt dieses Wort. Pompom. Drückt den Stängel aus Karton einfach in die Mitte des Klopapierknolls und voilà. Wow. Ja, ich krieg die Blume nicht hin. Ich werde dir helfen. Das ist knifflig. Du meine Güte. Alle haben sehr viele Pompomblumen gebastelt. Haben wir zu viele gebastelt? Natürlich nicht. Das Klassenzimmer fühlt sich jetzt wirklich besonders fröhlich an. Als nächstes machen wir eine ganz leckere Guacamole. Guacamole. Eine mexikanische Leckerei aus Avocados. Man isst sie mit Karotten oder Gurken oder speziellen Chips, die man Tortillas nennt. Guacamole. Guacamole, Guacamole, Guacamole. Madame Gazelle gibt eine geschälte Avocado, etwas Limettensaft und Salz in eine Schüssel. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch sehr gut pürieren. Guacamole, wuff,
Hat jemand Lust, etwas Guacamole zu probieren? Ja, bitte. Mmh, wirklich lecker. Leckere Guacamole, leckere Guacamole. Wunderbar, Peppa. Den Cinco de Mayo feiert man auch, indem man singt. Leckere Guacamole, leckere Guacamole, leckere Guacamole. Und tanzen ist auch besonders wichtig am Cinco de Mayo. Peppa hat die Piñata getroffen und die Süßigkeiten sind alle rausgefallen. Peppa macht ihr erster Cinco de Mayo Spaß. Und ganz besonders viel Spaß hat... Peppa und Schorsch helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag tschüss. Tschüss. Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera! Viel Spaß! Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig, also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss. Oh. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Yeah! Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, Schorsch, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! Schorsch hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Wow! Dinosaurier!
Shores Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Oh. Dinosaurier! Keine Sorge, Shores. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Dinosaurier! Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran! Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Oh. Bitte! Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Shores drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Schraubenzieher? Danke, Shores. Ups. Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei. Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Shores liebt Dinosaurier. Es ist Schlafenszeit. Aber weil Shores noch wach ist, schlafen Peppa und Papa Wutz auch noch nicht. Was jetzt? Wir haben doch schon jede Gute-Nacht-Geschichte gelesen. Ein Buch haben wir noch nicht gelesen. Ich habe es für einen Notfall aufgehoben. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft? Ja, die sehr, sehr lange und sehr langweilige Geschichte, die müden Schweinchen beim Einschlafen hilft. Geschichte! Es gab einmal einen tollen Superhelden namens... Super Peppa! Ja, Super Peppa. Oui. Sie verbrachte jeden Tag damit, den Menschen in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Bis sie eines Tages von einem springenden Riesen erfuhr, der die Stadt ständig zum Beben brachte. Der Riese hört nicht auf zu springen. Ich helfe dir. Super Peppa konnte den springenden Riesen finden. Dinosaurier! Oh, ja, Shores, der springende Dinosaurier. Super Peppa versuchte, den springenden Dinosaurier dazu zu bringen, nicht mehr zu springen. Hat sie ihn auch höflich darum gebeten? Ja. Verzeihung. Herr Dinosaurier! Verzeihung! Sie versuchten es mit etwas Schlafmusik. Jetzt wird er einschlafen. Oh, so entspannend. Aber die Musik gab dem Dinosaurier nur noch mehr Energie. Super Peppa ließ dem Dinosaurier dann ein warmes Bad ein. Wow! Sie zog ihm einen bequemen Pyjama an. Sie zählte sogar Sternschnuppen für ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auch schon alles versucht. Es bleibt nichts mehr übrig. Die Gute-Nacht-Geschichte hat Shores geholfen, einzuschlafen. Danke für deine Hilfe, Peppa. Träum was Schönes. Danke, Papa, aber
Jetzt bin ich nicht mehr müde. Liest du die Geschichte fertig? Peppa und ihre Familie besuchen den Botanischen Garten. Oh. Die da ist hoch. Oh. Die riechen herrlich. Oh, und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versucht euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück! Auf geht's! Hurra! Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh je, gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Oh. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist. Guck, Mama, noch mehr hohe Blumen und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo, Schorsch. Oh. Der Brunnen ist da drüben, bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra! Na dann los! Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra! Gut gemacht! Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Oh. Hier entlang. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Hui! Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund! Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel.
Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die Rockenden Gazellen. Ich sehe echt gar nichts. Ach, wie ist es jetzt? Hurra! Danke. Du meine Güte. Gerald Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Peppa, hallo Sos. Gerald und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Und eins und zwei und eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja! Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch. Oui, alle tanzen zur Musik. Es ist, als wären wir in einem großen, tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen! Gut gemacht, Peppa. Dankeschön, danke. Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge, das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. Eins, zwei, drei, vier. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Peach, Patch, lass sie platzen, Seifenblasen, juhu. Peach, Patch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitch, Patsch, Seifenblasen, fass du sie an, dann platzen sie. Pitch, Patsch, Seifenblasen, lass die Seifenblasen platzen. Juhu! Hurra! Alle finden Madame Gazelles Konzert super. Und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Ein super Strike! Für einen Super Bowler! Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen Super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Tschüss. Tschüss! Perfekt! Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel, dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so! Yay! Oh ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer.
lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Oh, meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran! Oh. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Oh. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück. Seht genau hin. Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Superbowler. Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab. Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben Rot. Dazu. Orange. Gelb. Grün. Blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber
es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich. Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann... den roten Zug. Ja. Sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mümmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo alle.
allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Super Kartoffel, das Musical. Oh. Denn ich bin... Super Kartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Super Kartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Oh. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh. Muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja. Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway. Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht?
Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh. Wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, vorne zu putzen und an den Seiten. Oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticker. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Oh, auf. Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier! Wundervoll! Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti! Ich liebe Spaghetti! Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh nein, es regnet.
Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Peppa. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Hallo allerseits. Hallo, Pepp. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir... Handspiel, das ist nicht erlaubt. Ups. Wieso pfeifen Sie, Frau Mümmel? Und was bedeuten diese Karten da? Ich bin Schiedsrichterin. Ich pfeife, damit alle her sehen. Wenn jemand einen Fehler macht, kriegt er eine gelbe Karte. Und wenn jemand Unsinn macht, kriegt er eine rote Karte. Oh, könnte ich das mal versuchen? Klar doch. Jetzt ist Peppa die Schiedsrichterin. Was ist los, Peppa? Dein Schuss eben war viel zu hart. Mandy kam gar nicht dran. Das ist doch kein Regelverstoß. Ich bin jetzt die Schiedsrichterin. Und ich sage, es ist einer. Oh je. Peppa ist gern Schiedsrichterin. Und ganz besonders liebt sie es zu pfeifen. Dein Schnürsenkel ist offen. Du lächelst ja gar nicht. Oh. Du wärst fast auf diese Blume getreten. Peppa findet unzählige Gründe, um abzupfeifen. Oh. Sie laufen zu schnell. Du schaukelst zu hoch. Oh.
Dein Eis hier schmilzt viel zu schnell. Vorsicht! Dürfen wir jetzt mal spielen? Ich möchte schießen. Papa Wutz und Frau Meunier halten sich nicht an die Regeln. Oh, Schiedsrichterin! Diese Ente ist so süß. Schiedsrichterin Peppa! Peppa hat so viel Spaß, dass sie das Fußballmatch ganz vergessen hat. Ups. Papa, das war falsch. So spielt man nicht Fußball. Du hast gerade ziemlich Unsinn gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch eine rote Karte. Tut mir leid, Peppa. Ich schätze, wir haben es übertrieben. Ist schon gut, Papa. Aber jetzt bist du dran, Schiedsrichter zu sein. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mimmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mimmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mimmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle. Den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich! Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo Oma. Hallo Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen! Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Ich bin ein Fisch. Oh. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh, wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein. Ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh.
Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Tada! Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa. Bäh. Oh, Peppa. Du musst vorsichtig sein. Bäh. Der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Okay. Ich kann es! Ich habe ganz, ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von George und mir jetzt Eiscreme! Yeah! Hurra! Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch, dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Mm. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf. Hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausis Regeln zu befolgen. Leise. Laut. Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier!
König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gemacht. Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa.
Wow. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh. Ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh. Nicht hier. Definitiv nicht hier. Oh, hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Heute findet in Peppas Spielgruppe ein ganz besonderer Unterricht statt. Heute lernt ihr etwas über den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Was? Unabhängigkeitstag? Der Unabhängigkeitstag ist ein Tag, an dem die Amerikaner all die Dinge feiern, die sie an ihrem Land lieben. Und wir haben heute einen Spezialgast. Von
Unabhängigkeitstag allerseits. Herr Bulle machte vor kurzem Urlaub in Amerika und zeigt uns heute ein paar Dinge, die ihm dort besonders gefallen haben. Als erstes feiern wir ein amerikanisches Grillfest. Lasst uns alle zusammen grillen mit meinem neuen Grill. Ich bin der Grillmeister. Herr Bulles Grill ist wahnsinnig groß. Oh, danke sehr, Herr Bulle. Aber es ist besser, wenn wir später grillen, und zwar im Freien. Alles klar. Zuerst ziehen wir uns schick an. Peppa und ihre Freunde ziehen sich Sachen in den Farben der amerikanischen Flagge an. Rot, weiß und blau. Der Grillmeister und sein Grill können es nicht erwarten, loszulegen. Ist es schon soweit? No, Herr Bulle. Vorher wird noch dekoriert. Oh, na klar. Ich mache mich auf zum Grill. Als nächstes schmücken alle den Raum mit roter, weißer und blauer Deko. Jetzt basteln Peppa und ihre Freunde eine amerikanische Flagge. Wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Flagge? Ganz viele. Du meine Güte, das sind aber sehr, sehr viele Sterne, Kinder. Die amerikanische Flagge hat 50 Sterne. Einen für jeden Bundesstaat. Nun, ist es schon Zeit fürs Grillen? Ja, es ist Zeit. Hurra! Herr Bulle freut sich, endlich seinen Grill zu verwenden. Und seid ihr alle bereit für ein typisch amerikanisches Grillfest? Aber jetzt ist das ganze Essen angebrannt. Was essen wir denn jetzt? Keine Sorge, ich kann nicht nur super grillen, sondern auch einen leckeren amerikanischen Apfelkuchen backen. Ja! Ja! Ich liebe Apfelkuchen. Das ist das amerikanischste Gericht überhaupt, vor allem bei einem Feuerwerk. Jeder liebt Feuerwerke und Apfelkuchen, vor allem am Unabhängigkeitstag. Es ist Valentinstag. Peppa und Schorsch bereiten ein besonderes Abendessen für Mama und Papa Wutz zu. Opa Wutz hilft ihnen dabei. Du meine Güte! Wir machen spezielle Valentinstagspizzas, Oma Wutz. Denn am Valentinstag geht es darum, den anderen zu zeigen, dass man sie liebt. Ich weiß! Machen wir die Pizzas herzförmig! Jetzt werfen wir den Teig hinauf in die Luft. Genauso macht man das in Roma. Das ist eine Stadt in Italien. Genau wie in Roma. Verdecken wir doch die unebenen Stellen mit Gemüse aus dem Garten. Mama und Papa Wutz wissen nicht, was gerade passiert. Peppa und Schorsch ernten Gemüse. Die Pizzas belegen wir mit vielen Zutaten. Das sehe ich. Bringen wir jetzt das Gemüse ins Haus. Peppa und Schorsch belegen die Pizzas mit Gemüse. Ich weiß was. So werden die Pizzas noch spezieller. Geben wir Mama und Papa Wutz Lieblingsessen drauf. Gute Idee, Peppa. Was ist denn ihr Lieblingsessen? Spaghetti und Schokoladenkuchen. Die Pizzas sollten so aussehen wie Mama und Papa. Peppa und Schorsch machen aus den Pizzabelägen Gesichter. Jetzt sind sie wirklich speziell.
Oh, Schorsch! Hier sind eure wirklich speziellen Valentinstagspizzas. Oh, Schokoladenkuchen? Mein Lieblingsessen! Dinosaurier! Ein Spaghetti-Dinosaurier! Danke, Peppa und Schorsch! Die sind zu schön, um sie zu essen. Mama und Papa Wutz finden ihre Valentinstagspizzas wirklich sehr außergewöhnlich. Wow! Oh, super! Was ist das? Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Mäh, danke, Madame Gazelle. Oh. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha. Gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Peppa gefällt der schöne Stern. Und Peppa liebt den Mal- und Basteltag. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Oh.
Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Zu hoch! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich! Zu tief! Viel zu tief! Drehen wir doch einfach ein Looping! Nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung! Unglaublich gut! Fantastisch! Hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß! Ich habe gar keine Angst gehabt! Sagte ich doch! Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Musik
Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Oh. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früher schließen. Ich habe einen Schnupfen. Oh. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir, was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Oh. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay, Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das werde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Pia, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh, das ist ganz anders als meine übliche Massage. Das ist eine Peppa-Spezialmassage. Tschu-tschu. So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist... eine Maske aus Schlamm. Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee. Peppa hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben rosa Schlammpfützen. Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Peppa liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Oh, das Nebelhorn jagt mir Angst ein. Peppa und ihre Familie sind heute auf einem Kreuzfahrtschiff. Hallo allerseits, willkommen an Bord. Seid ihr bereit für den Sicherheitsrundgang? Die erste Offizierin, Frau Mümmel, zeigt ihnen nun alles, was für die Sicherheit des Schiffes wichtig ist. Ich freue mich schon drauf. Mit Booten kenne ich mich nämlich aus, wisst ihr? Ich verbringe lieber etwas Zeit auf der Sonnenliege. Viel Spaß! Hier entlang, folgt mir bitte! Ei, ei! An der Seite dieses großen Bootes hängen viele kleine Boote. Dies sind die Rettungsboote. Aha. Wenn das Schiff kaputt geht, ziehen wir uns Schwimmwesten an und hüpfen rein. Hier ist deine Schwimmweste, Peppa. Brumm, 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 brumm. Oh, tja, hier ist ihre, Opa Wutz. Brumm, brumm, brumm. An Deck wird nicht gelaufen. Die Stockwerke auf Schiffen werden Decks genannt. Entschuldigung. Kein Problem. Machen wir weiter. Folgt mir bitte die Treppe hoch. Ei, Frau Mümmel. Die da sehen aus wie sich drehende Löffel. Das sind die Satelliten. Sie zeigen dem Schiff den richtigen Weg an. Sind das riesige Spiegel, Frau Mümmel? Nein, Peppa, das sind... Naja, also... das sind was, Frau Mümmel? Das sind die Solarpaneele. Unser Schiff wird mit Sonnenenergie angetrieben.
Aber natürlich, du machst das richtig toll, Sonne. Folg mir zum letzten Halt des Rundgangs. Dafür müssen wir wieder runter. Runter! Eine tolle Idee, Schorsch. Rutschen wir alle hinunter. Whee! Whee! Das hier ist die Brücke. Das ist keine Brücke, das ist ein Raum. Der Raum, in dem der Kapitän ein großes Schiff steuert, wird die Brücke genannt. Oh, wofür sind denn all diese Knöpfe? Das kann ich dir sagen. Mit Booten kenne ich mich nämlich aus, wisst ihr? Dieser Knopf hier macht das Licht an. Ups. Und mit diesem Hebel hier beschleunigt man. Oh. Ich sollte wohl damit aufhören. Gute Idee. Und wofür ist dieser Knopf? Für das Nebelhorn. Es macht einen lauten Ton, damit andere Schiffe wissen, dass wir in der Nähe sind. Würdest du gerne draufdrücken? Ja, bitte. Mensch. Das Nebelhorn jagt mir Angst ein. Entschuldige, Oma. Peppa hat der Rundgang Spaß gemacht. Aber am meisten Spaß hatte sie mit dem Nebelhorn. Peppa und ihre Spielgruppe nehmen heute an einem Benefizlauf teil, um Geld für eine neue Schulglocke zu sammeln. Seid ihr jetzt alle bereit zu laufen? Jawohl! Alle auf eure Plätze. Fertig, los! Oh je, es hat angefangen zu regnen. Und keiner hat Lust, im Regen zu laufen. Verschieben wir den Lauf auf einen Tag, an dem es nicht so bewölkt ist und regnet? Außer Peppa. Aber bei Regen macht der Benefizlauf doch noch viel mehr Spaß. Denn dann sind hier überall Schlammpfützen. Also gut, dann heißt es auf die Plätze schon wieder, fertig schon wieder und... Los, schon wieder! Wegen des Regens hat sich auf der Laufstrecke eine kleine Pfütze gebildet. Aber Luisa Löffel kann sehr weit springen. Geschafft! Ups! Tut mir leid, Luisa. Ist schon gut, Peppa. Hopp. Kommt schon, ihr zwei. Das Rennen ist noch lang. Weil starker Wind weht, tun sich Luzi und Frau Locke schwer, den Hügel zu erklimmen. Der Wind ist zu stark und der Boden ist außerdem viel zu rutschig. Aha. Ich hab's. Emily Elefant ist sehr gut darin, Dinge mit ihrem Rüssel zu ziehen. Der Weg hinunter sieht wirklich schlammig aus. Ja, aber es macht Spaß, hinunter zu rutschen. Und Peppa ist sehr gut darin, im Schlamm zu rutschen. Peppa und Papa Wutz sind bei den großen Bäumen angekommen. Jeder muss unter den tief hängenden Ästen durchkriechen, um das Rennen zu beenden. Das macht sicher Spaß. Jeder hat es über die Ziellinie geschafft. Wir haben genug Geld gesammelt, um die Schulglocke zu reparieren. Hurra! Monsieur Bull wird sie morgen reparieren. Hurra! Hattest du Spaß, Papa? Papa? Jeder liebt es, im Regen zu laufen. Komm schon, Peppa. Laufen wir nochmal. Aber Papa Wutz liebt es ganz besonders, im Regen zu laufen. Kommt schon. Das Feuerwerk fängt doch gleich schon an. Peppa freut sich schon sehr auf das Feuerwerk heute. Verzeihung. Vorsicht, Peppa. Sie findet Feuerwerke sehr hübsch. Wow. Wuff. Hallo, Peppa. Du kommst genau richtig. Das Feuerwerk wird beginnen in 5,
4, 3, 2, 1. Das Feuerwerk geht so hoch hinauf. Peppa findet das Feuerwerk sehr laut. Das Feuerwerk ist wirklich laut, Opa. Oh je. Warum gehen wir nicht nach hinten? Es ist leiser, wenn wir weiter weg sind. Wir gehen nach hinten, wo das Feuerwerk nicht so laut ist. Gute Idee. Wir kommen mit euch. Entschuldigen Sie bitte. Wir schon wieder. Dürfen wir bitte durch? Geht's dir besser, Peppa? Ja. Danke, Klausi. Toll. So können wir alle das wunderschöne Feuerwerk bestaunen. Es hat so viele Farben. Rot und blau. Und grün. Oh, und gelb. Das Feuerwerk macht Peppa großen Spaß. Ja. Jetzt ist es Zeit für das große Feuerwerk. Es wird euch allen den Atem rauben. Größer? Bedeutet das lauter? Ah. Oh je. Was machen wir nur? Wir können nicht noch weiter zurück. Gehen wir besser nach Hause. Aber ich will mir das Feuerwerk ansehen. Ich will es nur nicht hören. Puff, ich hab es. Manchmal ist es in der Werkstatt meines Opas auch sehr laut. Dann benutze ich die hier. Kopfhörer? Ja, sie schützen deine Ohren und machen laute Geräusche etwas leiser. Willst du sie mal anprobieren? Wow, das ist viel besser. Danke, Klausi. Kein Grund zu schreien, Peppa. Du bist lauter als das Feuerwerk.